Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, wir haben heute etwas ultra krasses vor, denn wir werden heute versuchen, Leontin, ein geheimes Brawl Stars Gaming Zimmer zu bauen. Und zwar im Spieleparadies. Ja, Mann. Und zwar werden wir dafür zu einem riesigen Spieleparadies gehen, wo wir bisher natürlich auch noch kein Gamingzimmer oder irgendwas in der Art gebaut haben. Und werden auf jeden Fall mal gucken, ob wir damit durchkommen. Das heißt, wir werden versuchen, uns heimlich zu verstecken. Wir müssen dann noch Candy Shop und so gehen. Ja, ja, safe. Und ganz wichtig, wir brauchen ein paar Sachen für das Brawl Stars Gamingzimmer. Und zwar, Leute, ich habe ja hier mein riesen Brawl Stars Regal. Richtig geil, mit richtig vielen Sachen. Aber, oh, guck mal, wir haben auch die Burger Pommes Limo hier noch. Ey, lass mal auf jeden Fall ein paar Dosen mitnehmen, so 3-4 Dosen, ne? Ja. Von der Burger Pommes Limo, Leute. Alter, richtig geil, da habe ich richtig Bock, die später zu trinken. Was 4 holen? Ja, 4 Dosen, ne? Mhm. So, lass mal hier reinstellen, schon mal in die Tüte. Ja, ja, oh mein Gott, stimmt, die Delita-Mütze, die muss auf jeden Fall mit, Leute. Dann hier noch so eine Brawl Stars Cap. Und jetzt lass auf jeden Fall noch mal gucken. Mal. LOL! Eine Mega-Pack. Digga, Leute, die habe ich mit also extra noch nicht geöffnet. Schau und mal. Booster Packs! Alter! Von Brawl Stars Sammelkarten. Ey, die öffnen wir auch erst später dann, würde ich sagen, ne? Das heißt, bleibt gespannt, Leute. Jetzt gucken wir nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal den Spike, ne? Wichtig, Leute. Spieke. Ganz wichtig, Leute. Den Kaktus und die Burger Pommes Lampe. Falls der Nacht ist, wir brauchen Licht, ne? Und. Die Hand. Die Hand? Wozu brauchen wir denn die Hand? Digga. Oh, guck mal hier, Brawl Stars T-Shirt. Ja. Das würde ich sagen auch, auf jeden Fall. Das ist ja auch original. Und Leute, ich glaube, so langsam sind wir ganz gut ausgestattet. Genau, Leontin, ich würde sagen... Ich habe hab die beste Idee. Was denn? Lass da ein bisschen Fußball spielen. Der Nita-Ball. Aber der ist ein bisschen platt, ne? Ja. Ja, egal, können wir trotzdem mitnehmen. Wir müssen jetzt nämlich doch erstmal ein paar geile Technikgeräte kaufen. Was? Und zwar, ich brauche ein neues iPad, weißt du? So richtig geil zum Zocken, weißt du? Ja. So fürs Gamingzimmer, Leute. Auf zum Mediamarkt, würde ich sagen. So, Leontin, wir sind jetzt hier beim Mediamarkt in Ludwigshafen. Kommt hier auf jeden Fall alle vorbei. Ist der krasseste Mediamarkt. Und das Geile ist auch, der hat am allerlängsten oft von allen. Aber es ist ja eh noch hell, Leute. Und ich würde sagen, Leontin, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal ein iPad holen zum Brawl Stars zocken. Lass mal das krasseste iPad holen, was sie haben. iPad Pro irgendwie, ne? Glaube ich, heißt das. Sowas. Irgendwie so, ne? Auf jeden Fall haben wir hier die ganzen Sachen am Start, Leute. Hier die ganzen Apple-Produkte. Und guck mal, hier haben wir auf jeden Fall iPad am Start. Aber das ist nicht das krasseste. Und so ein iPad Mini? Nee, was für Mini? Wir wollen iPad Pro hier. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir holen jetzt mal einen Mitarbeiter. Und dann tun wir mal hier ein iPad erstmal holen, ne? Ah, Entschuldigung. Hallo. Und zwar, wir bräuchten einmal ein iPad Pro. Jetzt egal, welche Displaygröße habt ihr da was da? Ja, ich kann gerne mal im Lager nachschauen. Okay. Ja, das wäre super. Dann sollen wir eben kurz warten, oder? Ja, ich hol's gleich. Alles klar, super, danke. Okay, Leute, wir warten jetzt schon seit ein paar Minuten auf jeden Fall. Ich hoffe, der kommt gleich. Oha! Oh, hast du was gefunden? Alter! Oh, let's go, Leontin! Neues iPad Pro! Ey, richtig geil, da können wir gleich Fett drauf Brawl Stars zocken. Vielen, vielen Dank, ne? Gerne, ja. Also, ich bedanke mich und dann auf zur Kasse, würde ich mal sagen. Let's go, Leute! So, dann haben wir jetzt einmal hier das iPad Pro. Richtig krass, Alter. So, 1.200 Wow! Alter, 1.300 Euro fast. Okay, dann einmal mit Karte, bitte. Okay, let's go, Leute. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, ne? Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao. Let's go, Leontin. Neues iPad, Alter. Richtig Alter. Geil. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder im Candy Store angekommen. Moin, moin. So, und Leontin, wir brauchen ja jetzt für unser geheimes Brawl Stars Gaming Zimmer. Ganz viel Mr. B-Schokolade. Mr. B-Schokolade. Ey, Leute, Leontin nimmt immer die gleichen Sachen. Das ist unfassbar. Warte, guck mal, die Original schmeckt doch nicht so gut wie die Snuts. Guck mal, die Snuts ist doch viel krasser und Crunch. Mann, ey. Ach, Leontin. Und ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Takis Blue Heat. Ey, lass einfach mal so... Ey, wir haben schon... Lass mal nur zwei nehmen, weil wir haben schon echt eine volle Tasche mit den ganzen Sachen, weißt du? Jetzt noch das iPad, das neue und so. Wir brauchen so eine richtig krasse Special-Sache, weißt du? Wir brauchen so eine Sache, auf die wir uns so richtig freuen dann. Schokobons, meinst du? Ja, und weißt du was noch? Was denn? Oder warte, ich habe eine Idee. Die hab ich nämlich noch nie probiert. Und zwar diese hier, diese Jelly Strip. Nein, wir haben die doch schon mal probiert. Nee, ich habe die noch nie probiert. Ach so. Ich würde sagen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Leute, welche? Ah, ey, die sind viel zu groß, Leontin, die Oreo Popcorns. Ja. Meinst du? Ja, okay. Komm, eine Packung nehmen wir, aber jetzt nicht mehr. Das muss jetzt reichen, ne? Genau. Ich würde sagen, die Sachen nehmen wir dann einmal mit.
Let's go, Leute. Ein bisschen Proviant, wie gesagt, immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ich hätte auch schon Bock auf Prime, aber wir haben Burger Pommes Limo, ne? So, Leute, wir sind jetzt angekommen beim Spieleparadies hier. Und zwar bei Ole Ole in Mannheim. Ihr seht es mal eingeblendet. Kommt hier alle vorbei. Das ist so ein krankes Spieleparadies. Ey, Leontin, warte, lass mal, bevor wir reingehen, wir müssen kurz mal einen Plan machen. Weil ich sehe schon, da ist so jemand an der Kasse, ne? Warte, ja. Hast du wie normale Gäste verhalten? Stimmt, wir wollen nochmal so ein Spieleparadies. Ne? Die dürfen nicht wissen, dass wir einen geheimen Brawl Stars Raum da drin machen. Ja, ja. Ey, warte, ich habe eine Idee, wie wir nicht zahlen müssen, okay? Wie wir nicht zahlen müssen? Ja, komm. Aber das ist doch ein Mitarbeiter, Leontin. Egal. Ja, normalerweise muss man ja immer zahlen, Leute. Ich nehme die Tüte, ne? Leute, die Süßigkeiten, alles am Start. Digga, Leontin. Ich würde sagen, let's go, erstmal Schuhe ausziehen. So gehört sich das auf jeden Fall. So, Leontin. Guck mal, lass mal da hinten vielleicht hingehen. Da ist niemand, ne? Leute, auf dem ganzen Trampolin. Und zwar, ich habe hier die ganzen Tüten natürlich auch am Start, Leute. Die lasst ihr auch nicht aus den Händen. Da sind so viel, Digga, das ist für 5000 Euro sind da Sachen drin. Oh, Leute. Let's go. Wow. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, jetzt glauben die schon mal so ein bisschen mehr, dass wir normale Gäste sind, oder? Ich glaube, das mit Tüten ist zwar ein bisschen weird, dass ich hier so mit den Tüten stehe. Ey, Leontin, glaubst du, du schaffst es auf den Vulkan hoch noch? Leute, ich würde es auch so gern machen, aber ich habe meine Knieverletzung immer noch. Ich würde sagen, hier ist der Vulkan, Alter, der sieht richtig krass aus. Ohne Rutschstocken, ne? Boah, glaubst du, du schaffst es mit diesen Noppen? Wow, Alter, Leontin ist richtig am Kämpfen, ey. Aber ich glaube, Leute, Leontin könnte es rein theoretisch schaffen, ganz da oben. Alter, mit Burger Pommes Energie schaffst du's. Let's go. Moin. Oh mein Gott, Leon, zieh die Rutsche, Alter! Wow! Boom! Alter, sogar im Stand gelandet, Digga. Ja. Richtig krass. Ey, warte, Leontin, ich will auch nochmal hier rutschen eben. Und ich rutsche da diese Regenbogenrutsche, weißt du? So, einfach hier bleiben, ne? Wünscht mir Glück auf jeden Fall bei der Rutsche. Leontin, bist du bereit? Ja! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh, 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 Alter, ey, wieso hast du mich mit dem Fußball abgeworfen? Was ist mit dir denn los? Alter, ich würde sagen, lass mal oben ins Klettergerüst gehen und da mal gucken, ne, ob wir so einen geheimen Brawl Stars Raum dort bauen. Okay, let's go. Leute, wir haben auch die iPads, alles am Start, Süßigkeiten. Okay, ey, wir müssen ein richtig gutes Versteck finden. Okay, Leute, gehen jetzt mal hier ins Klettergerüst rein. Oh mein Gott, ey, wir müssen so ein gutes Versteck finden. Wir müssen vielleicht ganz weit nach oben. Junge Leontin, einfach in dem X stehen. Wow. Okay, Leute, gleich. Ich habe schon eine Idee, ganz dahin in der Ecke könnten wir vielleicht versuchen. Man kann auch einfach am Rand vorbei hier, ne? Leontin, wollte ich nur mal sagen. So, Leute, wir brauchen echt jetzt ein sehr gutes Versteck. Vielleicht hier nochmal weiter. Boah, ich glaube, lass hier das machen. Guck mal, das ist der oberste Raum. Und hier sieht man auch von außen, nicht nur von innen sieht man. Oder warte? Oder warte, lass noch mal gucken, ein bisschen weiter hinten. Oh! Ey. Da lang, komm. Durchs Loch durch hier nochmal. Dann bauen hier unser Lager auf, weil guck mal, von allen Seiten haben wir hier so ein bisschen Schutz. Also hier fällt es, glaube ich, nicht so einfach auf, weißt du? So, Leute, ich würde sagen, erstmal mache ich hier mal die Süßigkeit einmal hin. Aber lass erstmal alles hier aufbauen. So, den Spike auch nochmal hier hin. Ey, das wird richtig krass am Ende aussehen. Den Ball, warte. Ey, wir machen hier so einen geilen Hintergrund erstmal, würde ich sagen. Ja. Auch für die Burger-Pommes-Lampe brauchen wir. So, Leute, die iPads zum Zocken haben wir am Start. Richtig geil. Okay. Ey, das wird so heftig, Mann. Du ziehst die Cap an, ne? So, und Leute, hier haben wir die Burger-Pommes-Lampe. Steck die mal hier eben ein. Die gibt es übrigens immer mal wieder im Shop, also guckt mal gerne vorbei. Genau, die leuchtet auch so in allen Farben. Richtig geil, Leute. Die Janita-Mütze, Alter. Ey, wir haben jetzt schon richtig geilen Brawl Stars Raum hier. Genau, die Burger-Pommes-Limo und die Süßigkeiten. Die stellen wir nochmal hier so richtig geil hin, damit wir so eine richtig geile Snack-Ecke haben. So, Leute, so. Zack. Boah, das sieht schon mal richtig fett aus. Ich weiß nicht, warum du die Hand mitgenommen hast, aber wir haben auch noch eine Hand, Leute. Und Brawl Stars Shirt. Und ich würde sagen, Leute, ich ziehe mich mal eben kurz um und dann ziehe ich mal eben das Brawl Stars Shirt an. Oh mein Gott, Leute! Alter. Wir haben hier das geheime Brawl Stars Zimmer im Spieleparadies. Alter. Und jetzt lass erstmal Brawl Stars zocken. Ja. Okay, Leute, und ich würde sagen, let's go, wir gehen mal rein. Leontin, ganz wichtig, wir brauchen ja eigentlich auch Internet hier, aber ich habe natürlich auf meinem Handy Internet. Wir brauchen jetzt erstmal kurz Hotspot, weißt du, weil wir haben einen Verbindungsfehler noch. Ja. Und ich mache jetzt von meinem Handy aus Hotspot, Leute.
Und dann gehe ich jetzt auch mal ins iPad rein, weil ich habe hier tatsächlich auch den DevBuild installiert. Wir können Stardrops öffnen. Digga, das wird zu krank, Leute. Lass es einfach nur auf deinem Tablet machen, oder? Ja, lass erstmal auf meinem gucken, ne? Okay, Leute, wir haben jetzt das iPad mit dem Internet verbunden und wir haben jetzt hier das iPad am Start mit Brawl Stars, Leute. Und ich würde sagen, das dürft ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich tue jetzt einmal hier kurz den DevBuild-Account erstellen, Leute. Oh mein Gott. Und zwar, hier können wir den Namen eingeben. Geheim DevBuild, weißt du? Weil wir sind hier geheim. Stimmt. Übrigens, hier sind auch gerade überall Besucher, Leute. Ich hoffe, die merken uns nicht. Stimmt. Digga, let's go. Und ich würde sagen, boah, ihr seht schon, komplett frischer Account. Lass erstmal eine Runde zocken. Und Leute, wir haben jetzt auch schon mal ersten Tag Belohnung. Bandita, Shelly und Leontin. Guck mal, wir haben jetzt einen komplett leeren Account. Ey, lass mal ein paar Stardrops öffnen. So, können wir mal ein paar legendäre? Oder warte, wir müssen doch den Leuten mal zeigen. Leute, wir haben hier den DevBuild-Account am Start von mir. Ey, guck mal, wir haben hier auch am Start einen richtig krassen Brawl, der noch gar nicht rausgekommen ist. Und zwar Melody. Alter, Leute, ihr könnt jetzt ja auch Melody zocken. Aber Leontin, den darfst du eigentlich noch nicht spielen, nur ich. Das tut mir leid. Ja, ja, Trainingsmatch. Ich will ihn aber auch zocken. Aber du hast doch keinen DevBuild-Account. Ist doch egal. Ja, vielleicht lass dich mit mir verhandeln. Aber erstmal kannst du mal zeigen, wie ich die spiele. Leute, ich spiele jetzt die erste Runde mit Melody, Alter. Bruder, der Brawler ist so krank, Mann. Guck mal, jetzt habe ich diese drei Dinger um mich rum, die machen richtig fett Damage. Und ich kann jetzt dreimal ultra weit boosten, siehst du? Ey, der ist richtig krass schnell auch, der Brawler. Oh mein Gott, dass wir hier ein bisschen erster werden. Ey, und ich will auch unbedingt gleich Poopspike und so kaufen, weißt du? Ja, darf ich dann auch mit Poopspike spielen? Ja, darfst du. Digga, guck mal, ey, der Brawler ist so schnell. Das ist so krass, Mann. Leute, der kommt ja bald raus. Seid freut euch auf jeden Fall, der ist echt geil. Ey, ich würde sagen, als Belohnung gibt es erstmal gleich ein paar Takis und ja, die Burger Pommes Limo. Ja, Mann. Oder ich muss hier komplett meinen Mate carryen. Ach, okay. Ich würde sagen, wir laden mal kurz Gems auf hier und dann kaufen wir mal Poopspike, ne? Ja. So, wir haben jetzt ein paar Gems und ich würde sagen, Leontin. Ja. Wir holen uns jetzt mal Poopspike, aber vorher, lass mal noch vorher eine Burger-Pommes-Limo einmal aufmachen. So, oder lass erstmal nur die eine öffnen und lass mal Takis fetzen. Let's go, Leute. Mm. Boah, fetz mal erst richtig die Burger-Pommes-Limo. Wie schmeckt die? Alter, die schmeckt so geil. Die ist geil, ne? Leute, und ich mache jetzt nochmal hier die Takis auf jeden Fall auf. Ich würde sagen, let's go. Bisher hat uns auf jeden Fall noch niemand bemerkt. Ja. Okay, Leute. Und ich würde sagen, noch einmal kurz Mr. B-Schokolade. Und jetzt werden wir auch Poopspike holen, ne? Ey, Leute, Poopspike ist mein Lieblingsskin, glaube ich. So langsam. Erstmal kurz Spike noch kaufen. Let's go, Leute, Spike freigeschaltet. Let's go. Ey, und lass gleich auf jeden Fall auch noch Megaboxen und Booster-Packs öffnen. Mhm. Das wird richtig krass, oder? Ey, gib mir weiter. Boah, Schokobons Crispy, ne? Mhm. So, Leute, und jetzt werden wir einmal kurz hier Poopspike freischalten. So. Sehr geil. Oh mein Gott. Let's go, Leute. Den werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal zocken. Aber erstmal noch Fett Mr. Beast Schokolade einmal. Dann dürfen wir auf jeden Fall einmal schon mal diese Megabox öffnen. So, Leute, einmal hier die Mr. Beast Gießnack. Ja, komm, hier, gönn dir mal. Mmh, so lecker. Einmal Poopspike. Und jetzt musst du in den Test spielen. Normalerweise darf doch niemand mit DevBuild spielen, aber weil es ja mein iPad ist und ich bin daneben, erlaube ich das hier heute. Alter, schaut euch mal hier den Poopspike an, Leute. Oh mein Gott, der ist so Alter. Geil. Das ist richtig krass. Wie gesagt, wenn du Platz 1 bist, Leontin, dann erlaube ich dir... Nein! Oh mein Gott, Leontin, du hast verhauen. Komm, ich würde sagen, wir öffnen dafür ein Booster-Pack schon mal. Noch nicht die Megabox, ne? Die heben uns dann noch auf. Lol, zeig mal alle Karten. Erstmal Mortis. Zeig mal, oh, ist das Mortis Holo? Ja. Digga, was? Schau mal, da, wer ist das? Digga, das ist so ein random Tara-Skin, den gibt's gar nicht. Lol, Dynamite-Skin, den gibt's auch nicht. Ist das Shelly? Lol, Penny Skin. Was? Das ist auch Penny. Lol, Frank. Piper, lol. Hä, woher weißt du das? Das sieht man doch. Rosa. Rosa und Rico. Lol, lol, das ist Aquarium Rico. Digga, Holo Aquarium Rico, Digga. Krass. Geisteskrank. Leute, die Karten sind übrigens fake. Das sind gar nicht die echten Brawl Stars Karten. Aber ich würde sagen, Leute, das ist schon mal richtig krass. Lass jetzt mal ein paar Stardrops öffnen. Wir machen gleich, ich öffne einmal und einmal du. Und wer mehr Glück hat, darf die Megabox öffnen, okay? Und Leute, ganz wichtig, wir haben auch hier mein Buch am Start. Könnt übrigens ja, das gerne mal bestellen. Ist auch Spiegel Bestseller geworden, richtig krank. So, Leute, ich würde sagen... Darf ich als erstes? Nee, ich mach erstmal. Du hast gleich einen Vorteil, wenn du als zweites machst. Leute, wenn wir jetzt Glück haben und wir bekommen einfach mal einen legendären Stardrop. Ganz krass. Ganz richtig krass. Wir machen es so, der jetzt die besseren Sachen zieht,
der bekommt dann auf jeden Fall, wie gesagt, diese Megabox, ne? Mhm. Okay, Leute. Ich habe im ersten schon mal gar nichts leider gehabt, Leute. Ein bisschen unlucky. Ey, und bewertet mal unseren geheimen Gaming-Raum hier, Leute. Ich finde das ultra krass. Let's go. Credits. Episch, okay. Hab noch gar kein Glück gehabt, Digga. Noch gar kein Glück. Gönn, Bruder. Gönn. Episch. Nein, Junge, ich habe richtig Pech. Das kann doch nicht sein. Leute, das gibt's doch gar nicht. Lol, legendär. Legendär. Oh mein Gott, legendärer Stardrop. Gönn. Was? Digga, Robo Spike, Mann. Oh mein Gott. Sag ehrlich, das ist krass. Digga, Robo Spike gezogen. Drück dir nochmal durch und jetzt bist gleich du dran, Leon. Zieh einen episch nochmal, aber ich glaube, da ist safe nichts drin. Okay, ich bin fertig, jetzt bist du dran, würde ich sagen. So, Leontin, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, Leute. In der Zeit, wo jetzt Leontin die Megaschweine drückt, werde ich auf jeden Fall hier schon mal einmal die Jelly-Strips öffnen. Ich bin mal richtig gespannt. Leontin, wenn du was hast, du musst auf jeden Fall direkt Bescheid sagen, wenn du einen krassen Star-Drop hast, ja. So sehen die aus. Digga, ich habe gar keine Ahnung, wie man die öffnet. Hast du gerade Schokobon Crispy komplett gegessen wieder? Leute, Leontin ist Schokobon Crispy süchtig, sage ich euch. Aber ich sehe auf jeden Fall gerade, Leontin hat noch nichts gezogen hier. Boah, Digga, der ist ja flüssig. Lol, das ist ja wie so Wackelpudding. Ja. Leute, was ist das denn? Hast du gar nichts gezogen? Ich öffne auf jeden Fall mal hier die Megabox. Muss man hier an der Seite, glaube ich, öffnen oder so. Wie gesagt, das ist auch kein offizielles Brawl Stars Produkt. Okay, Leute. Und? Jetzt habe ich es hinbekommen. Und was? Ich habe Mortis, Digga. Schurke Mortis. Lol. Schau mal. Leute, schau mal. Das war der Zettel, der dabei war. Ey, das ist geisteskrank lost. Lass doch mal kurz ein Karten-Opening-Battle machen hier in Brawl Stars, weißt du? Also hier, Leute, hier sieht man alle, die man hier ziehen kann. Kann auf jeden Fall diese ganzen Brawler hier ziehen. Warte. Okay, richtig krass. Okay, lass mal erstmal wieder jeder ein Pack, okay? Das als allererstes Colt. Warte, lass mal hier so nebeneinander halten. Colt. Oh! Lol, Robo Spike. Digga, ich hab so Tiger der Nita. Digga, wer ist das? Ja, mit Poco. Was? Lol, du hast Clown Mortis. Star Shelly, oh mein Gott, das ist die OG-Karte. Ich hab Colt. Schau mal, ich hab Matchup. Lol, ich hab hier den Matchup Crow. Digga, was? Schau mal, ich hab mal diesen Kobold Mortis, lol. Alter! Sakura Spike, Digga, du hast viel krassere Karten als ich gehabt. Jetzt lass aber das zweite Pack, Leute. Let's go. 14 Minuten schließen. Lol. Hörst du es? Schließen 14 Minuten. Komm. Ich hab Poco. Genie. Wer ist das? Barley. Ich hab Rosa. Noch ein Barley. Ich hab nochmal hier diesen Horusbo. Penny. Shelly. Digga, was ist das denn? Wer ist das denn? Weiß nicht was. Das ist Shelly, glaube ich, Skin. Du hast. Du hast so ein Hühnchen einfach. Keine Ahnung. Ich hab Nico. Der Boxer. Karl. Ja, Tiger, Danita, Poco und Colt. Und schick ja, okay. Ey, ich würde sagen, ey, die schließen ja gleich, ne? Lass mal hier ein bisschen was zusammenräumen, Leontin. Und das, dann lass mal hier so auf den Schlaf vorbereiten, auf die Nacht, weißt du? Ich würde sagen, let's go, Leute, bis gleich. Alles mal erstmal zusammenräumen ein bisschen. Ey, Leute, wir haben ein ganz dickes Problem, und zwar gerade. Wir suchen die überall. Ihr hört schon das Geräusch. Das ist wie so ein Upscanner. Und die suchen damit noch die letzten Leute. Ich glaube, wir haben gleich echt ein Problem, Leontin. Ey Leute, wir warten noch mal einen kurzen Moment ab, ein paar Minuten. Und wenn wir Pech haben, müssen wir uns irgendwie rausschleichen oder wir werden erwischt, Leontin. Ey Leute, okay, wünscht uns Glück, bis gleich. Leute, schaut mal, da hat gerade ein Security so ein Kind noch rausgeholt, der hat es nicht gesehen, weil das Kind war da auch zu lange drin. Der wird da gerade abgeführt. Oh mein Gott, ich zeig euch das mal, Leute. Der wird gerade hier einfach abgeführt. Digga, da wird der einfach eiskalt eben abgeführt und jetzt gibt es da Probleme und Stress. Leute, schaut mal. Oh mein Gott. Die besprechen da gerade die Lage oder so. Ey, wir müssen ganz, ganz schnell zusammenpacken und nach unten und uns rausschleichen und abhauen. Die haben hier ein paar Kinder schon rausgeschmissen. Ey, lass über die Rutsche gleich abhauen jetzt. Okay, Leontin. Wann kommst du? Ich komm sofort nach. Wow, Alter, boom. Leute, der ist da richtig rausgefetzt. Jetzt bin ich dran hier. Ich geh am besten über die Lila, ne? Da sind wir am meisten geschützt, Leute. So, Leute, ich habe hier die ganzen Sachen am Start. Bro, da werden... Da werden die Leute gerade rausgeschmissen von dem Security. Du wirst jetzt ganz langsam rutschen. Okay. Ey, wir müssen doch schnell unsere Schuhe, weißt du, sammeln. Let's go. Schnell die Schuhe sammeln. Oh, nicht hinfallen. Schnell die Schuhe. Let's go. Alter, Leontin, die haben jetzt sogar Licht ausgemacht. Es ist alles dunkel hier im Spieleparadies. Ey, Leontin, lass mal. Ey, ganz vorsichtig. Komm mal mit. Wir müssen uns hier rausschleichen, bevor das auffällt, Leute.
Hier ist doch an, ich höre noch irgendwie so ein Kind. Ich glaube, das Letzte, was hier noch ist. Oh mein Gott, da ist jemand. Ey, ich zieh einfach durch. Ich geh schnell. Okay, lass schnell Schuhe anziehen.